Der polnische König Stanislaus II. War Namensgeber für den Ritterorden, der in den späten 70er Jahren neu erweckt wurde. Heuer feiert der St. Stanislaus-Orden sein 25-jähriges Wiederbestehen. Welche Vorsätze liegen ihm aber zugrunde? Mir ist ganz besonders wichtig die Hilfe für Menschen, die in Not geraten sind. Das ist eine Aufgabe, die sich über alle Länder erstreckt, weil arme Menschen, das gibt es leider auf der ganzen Welt. Der Orden selber wurde gegründet aufgrund von Karitativität, nach dem Motto Premiando Incitat. Du tust was Gutes, ich zeichne dich dafür aus. Es gibt die 14 Regeln der Ritterlichkeit. Wüssten Sie, alle aufzuzählen? Nein, weil ich kann sie 14 Regeln der Ritterlichkeit zusammenfassen und das heißt, tue Gutes und hilf anderen Menschen. Die Grundbegriffe sind, für den Frieden einzusetzen, die Freiheit und die Freundschaften. Der Sinn der Sache ist, Gutes zu tun. Diese Arbeit hat eine Erfüllung, die man erst dann erlebt, wenn wir es wirklich getan haben. Und das wirklich hier das Allerwichtigste ist, nicht zu viel zu reden, es zu tun. Selbstverständlich, aber es ist ein Geheimnis, das darf man nur unter Ordensmitgliedern, deshalb mache ich das jetzt nicht. In Österreich wurde der Orden vor einem Vierteljahrhundert neu erweckt. Über welche Erfolgsmeldungen darf man sich freuen? Wir sind in Österreich froh, dass wir da einen Energieschub dem ganzen Orden gegeben haben. Und wie immer es ist, wenn man Energieschübe gibt, das zieht mit. Wir bekommen Anfragen aus anderen Ländern, die einen Orden in ihrem Land gründen wollen. Und so werden wir immer größer. Wobei die Größe eigentlich heißt, immer mehr Länder arbeiten an dieser karitativen Sache. Als wir das Großpriorat Österreich 2012 übernommen haben, war das Großpriorat noch recht klein. Wir haben jetzt aber in den letzten 11 Jahren wirklich was daraus gemacht. Inzwischen ist das auch das Flaggschiff des Ordens. Im St. Stanislaus-Orden wird viel gearbeitet, aber auch gebührend gefeiert. Die traditionellen Treffen der Mitglieder aus 17 Ländern der Welt finden alle 2 Jahre statt, um sich über die Grenzen hinweg auszutauschen. Es ist ein Feiertag durch das Zusammenkommen. Es ist ein Feiertag, weil wir uns besprechen können im Zuge dieser Investitur, was die Pläne für die nächsten Jahre sind, was die Pläne für die unmittelbare Zukunft ist. Leider ist ja Krieg in Europa und es gibt, allein das gibt ja schon reichliches Betätigungsfeld. Ehrungen und Rangerhöhungen standen am Programm. Und wenn der Mantel der Verantwortung in der Schlosskapelle Schönbrunn seinen Besitzer oder seine Besitzerin fand, dann wurden wahre Damen und Ritter ernannt. Ich glaube, wir sollten alle gemeinsam diese Verantwortung tragen. Die Verantwortung der Freundschaft, die Verantwortung, den Frieden zu fördern, die Verantwortung, auch die Freiheit zu fördern. Und ganz wichtig, unsere Kultur, unsere Tradition, unsere Werte und die Wahrung der Geschichte. Aber wie kann man sich als Ordensmitglied für die gute Sache einbringen? Manche bieten Geld, manche bieten Zeit. Zeit ist unfassbar wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, ein Vorbild zu sein und dieses Vorbild auch zu leben. Und das Vorbild, das gemeinsame Miteinander, das ist wirklich wichtig, denn nur gemeinsam können wir etwas Großes schaffen. Die Aktivitäten von jedem einzelnen dieser Mitglieder dieser Organisation sind spektakulär. Sie setzen sich wieder über alle Grenzen, über alle Möglichkeiten hinaus, bringen Menschen zusammen, um gemeinsam etwas zu schaffen, von dem man eigentlich im karitativen Bereich nur träumen kann. Kärnten und Tirol wurden neu im Orden aufgenommen und tragen auch dazu bei, die Kraft von St. Stanislaus weiter zu bündeln.